Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist mal wieder 2 Wochen her, dass ich auf dem Bike war und eigentlich wollten wir in den Bikepark Willingen, aber das hat irgendwie nicht geklappt und deswegen bin ich heute an der Halde Norddeutschland und nehme euch heute mit. Ich bin sehr gespannt, wie ich mich heute auf dem Bike anstelle. Marc, aka Pottlegende, kommt auch noch und ich bin sehr, sehr gespannt, was er erzählt, wie es in Österreich war. Aber genug geredet, ich muss das Bike auspacken. So, und als es dann losging auf die ersten Runden auf der Halde Norddeutschland, die übrigens wirklich, wirklich richtig schön ist landschaftlich. Also mir hat das wirklich gut gefallen, aber meine Skills auf dem Bike sind dann nach fast 3 Wochen ziemlich flöten gegangen irgendwie. Und es ist mir wirklich schwer gefallen, wieder reinzukommen. Ich weiß ja nicht, wie es euch da geht oder ob ihr überhaupt so lange Pausen macht. Vielleicht schafft ihr es ja auch tatsächlich, jede Woche irgendwie biken zu gehen. Aber für mich ist es immer schwer, nach so richtig langen Pausen wieder richtig reinzukommen. Nach der Table Line oben, die so wie so eine kleine Jumpline aufgebaut ist, geht es dann runter auf die Trails. Und hier gibt es einige schon recht heftige Features, also wirklich auch ein paar krasse Gaps, die gar nicht mal so klein sind. Und ganz am Ende unten vom Trail wartet dann ein ordentlicher Table mit 3 verschiedenen Absprüngen. Der eine ist so ein bisschen flacher und eigentlich ganz gut machbar. Der andere kickt schon ordentlich, fast in Richtung Dirt schon. Und der zweite ist auch eher so für die Jungs, die dann irgendwie einen Backflip drüber ziehen wollen. Aber tatsächlich nichts für mich. Und ich war auch wirklich nicht so stabil auf dem Bike heute, dass ich gesagt hätte, okay, ich versuche jetzt wirklich diesen Table irgendwie bis in die Landung zu springen. Und auch der Weg nach unten mit Steinen gepflastert war wirklich für eine blau-rote Line, ich bin nicht ganz sicher, auf welcher Line wir überhaupt gefahren sind, gar nicht mal so leicht. So Leute, erste Abfahrt gemacht hier und die Strecke ist definitiv heftiger als ich dachte tatsächlich. Auf YouTube und GoPro sieht ja immer harmlos aus. Allerdings der Table hier ist irgendwie kleiner als ich dachte. Nicht ganz so schlimm. Hier geht es dann rum und dann geht man dort wieder hoch. Also eigentlich entspannt. Ich glaube, der Weg hoch ist auch nicht so anstrengend wie auf der Halde Haniel. Bin ich sehr happy drüber. Ja, schauen wir mal, was noch geht. Also Leute, ihr wisst ja Bescheid, für mich immer Thema berghoch. Hochschieben ist hier angesagt, fahren ist schlecht. Jungs, wie lange haben wir hochgebraucht jetzt? 10 Minuten. 10 Minuten hoch, knappe, würde ich sagen, 5 Minuten runter, wenn man gut fahren kann. Wir sind gleich wieder oben und dann, glaube ich, machen wir uns ein bisschen warm nochmal an der Table Line. Oben ist so eine Table Line, kann man eigentlich ganz gut üben. Hier sind aber nämlich auch schon so ein paar Features drin, die sind nicht ganz so easy. Und vor allem für mich jetzt gerade nach der langen Pause mal wieder, fühlt sich das echt wieder so an, wie als würde ich das erste Mal Fahrrad fahren. Yes,
Mal sehen. Oh, war das schlecht. Also die nächsten Tables waren schon besser, aber ich merke, wenn ich hier nicht richtig reintrete, komme ich mit meiner passiven Sprungtechnik nicht weit. Ich weiß nicht, ob es auch daran liegt, dass die Sachen vielleicht einfach nicht so bedacht gebaut sind. Ich bin Olpe, weiß ich ja von Thomas, ey. Man hat sich immer richtig im Kopf, wie das aussehen soll, wie es sich springen lässt und so weiter. Und hier fehlt mir ein bisschen einfach was. Nachdem ich dann ein paar Tables zumindest halbwegs in die Landung gesprungen bin, haben wir uns dann vorgenommen, nochmal eine ganze Abfahrt zu machen. Und dabei ist dann einfach der Dennis, der mit uns unterwegs war, einfach aus Versehen sozusagen über das erste Gap gesprungen. Und das war echt schon ein ordentliches Gap. Also bestimmt war das fast 3 Meter lang. Und ich hätte niemals damit gerechnet, dass einer von uns das heute fährt, aber er ist irgendwie einfach drüber gefahren. Ich glaube, manchmal ist das genau die richtige Taktik, dass man einfach sich gar nicht so großen Kopf macht, sondern sich darauf verlässt, was man kann und ein bisschen Selbstvertrauen hat und dann einfach drüber fährt. Wenn man das natürlich ungefähr ein bisschen abschätzen kann. Falsch abgebogen? Ja. Ja. Ich weiß ja nicht, ob du den machen willst. Nicht so gerne. Und mit der Halde Norddeutschland habe ich sozusagen auch alle bekannten großen Halden erstmal abgeschlossen. Mit Hoppenbruch und Haniel zusammen war das jetzt eine Station, die auf jeden Fall noch offen war für mich. Und ich muss sagen, Hoppenbruch gefällt mir von allen tatsächlich am besten. Auch wenn vielleicht das ein oder andere Feature auf Hoppenbruch nicht so cool ist wie auf den anderen Halden und vielleicht dann auch manche Sachen nicht so flowig sind und so weiter, aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, Halde Hoppenbruch hat mir mit am besten gefallen, weil es einfach ja am größten ist, am weitläufigsten und auch am abwechslungsreichsten. Thank you.
Alles in allem war es aber ein super geiler Tag und relativ spontan haben dann Marc und ich uns noch entschieden, zum Home Trail Krefeld zu fahren, weil wir noch ein bisschen Zeit mitgebracht hatten. Dennis musste schon nach Hause. Übrigens danke an euch beide, dass ihr mich einfach spontan so mitgenommen habt hier auf die Halde Norddeutschland. Hat mich sehr, sehr gefreut, auch Dennis kennenzulernen. Und wie es auf dem Home Trail Krefeld aussieht, das seht ihr im nächsten Video. Vielen Dank, wenn ihr bis hierhin dran geblieben seid und lasst mir gerne ein Abo da, wenn euch das Video gefallen hat, falls ihr das nicht schon sowieso gemacht habt. Daumen hoch und Glocke und so weiter. Ihr wisst Bescheid, wie das läuft. Ich freue mich aufs nächste Video mit euch zusammen und macht's gut. Ciao.